Leute, was geht ab, Leute? Hier Foodtour München. Heute mal nicht eine Foodtour in einer anderen Stadt, sondern wir zeigen ein paar Kollegen Münchner Spots. Erster Spot, Bang Me Min. Beste Bang Me in ganz München. Der kriegt noch ein eigenes Video. Falsche Entscheidung, fuck. Dieser Crust. Krass, ne? Crazy, Mann. So, ja, deswegen, ich habe gesagt, ich hätte das auch nehmen sollen. Nimm mal noch. Ja, ich probiere gleich bei dir. So. Weil vielleicht sieht es auch nur lecker aus. Nein. Scam. Das ist krass. Ich probiere ein bisschen Pâté, ja. Beste. Approved? Sehr gut. Aber man muss auch sagen, dieses Brot, das sieht schon sehr lecker aus. Bestimmt Spezialität hier, wa? Das ist bestimmt nur hier. Dieses Gericht. Hm. Ja, doch. Ich kann es irgendwo in München sonst. So, Nachspeise, Leute. Was passiert aber jetzt? Nur, dass ich dem großen Randy G über den Weg gelaufen bin. Den großen Randy G, Bro? Nein, absolut nicht. Aktuell nicht der große Randy G, ich war gestern feiern. Oh, oh, das ist, kennt ihr? Walk of Shame. Achso, oh, sorry, man. Macht es gut, mach's Leute. Gut. Hab ich voll, danke dir. Also, erster Flugspot war schon mal sehr gut. Auf jeden Fall approved auch von mir. Wir gehen nochmal hin, wenn wir nach Hause fahren. Hier. Was sonst? Book the sky for a private food tour in Munich. Was sonst? TU. Sie wurde durch Clickbait gelockt, Leute. Die haben das als der schönste Garten Münchens beworben. Glyptothek. Jetzt kommt mein Clickbait, Leute. Schönster Brunnen in München. Das ist Michael Jackson Memorial, Leute. Die sollten eins für Gojo errichten. Die sollten Michael Jackson mit Gojo Satoru austauschen. Frauenkirche, Leute, die zeige ich echt jedem. Tausendmal habe ich die Story schon erzählt. Teufel, dies, das, windig hier, Fußabdruck, Fenster, keiner hier gestorben beim Bauen. Es ist Coffee Break Time, Leute, Tea Time. Und zwei Cafés stehen zur Auswahl. Super krasse Geheimtipps von mir. Eins ist halt sehr Instagrammable, auch voll gehypt. Wir schauen mal vorbei. Der andere ist top, top Insider Empfehlung. Die findet ihr nirgendwo außer bei mir. Ach, jetzt ein Zaubertrick, Leute. Haben wir Kuchen bestellt? Nee. Mein Kuchen von mir. Geschenk oder was? Kennst du wieder jemanden? Ah, ich ihr wolltet es ja nicht. Für 4 Euro extra hätte man die mit Schuss bestellen können, Leute. Oh, ich dachte, weil du noch nicht umgerührt hast. Mit Glitzer, Leute. Ich hatte gestern frei, ich war gestern auf dem Schild.
Sag das bitte nochmal. Also der Garten ist hier hübscher als der Clickbait-Garten. Englischer Garten auch typisch, sehr beliebt. Da vorne ist so ein japanisches Teehäuschen und dann natürlich die Surferwelle. Die will jeder Tourist sehen. Wir haben sogar das hier so breiter gemacht, damit man nicht keine Ninja-Tricks hier machen kann. Kein Wunder, dass hier mit was Community dann das Fenster so sonst ist, ja. Architektur. Ich füge das auf meine Tourguide-Liste. Das ist ein neuer Stop, diese Wand, Leute. Also scheint es die faszinierend. Feedback zum New noch. Zum New, also jeder fand sein Getränk am besten. Das ist auch eine Kunst. Ja. Ansonsten, ja, ich fand's okay. Nee. Den Kuchen, den ich wollte, gab's nicht. Erst als ich gegangen bin, also, was soll ich dazu sagen? Ja, ist okay. Eine traurige Träne erst mal für 6 von 10. Wir wollten uns einen kleinen Snack gönnen. Lobster Roll to go. Aber ich hatte nicht erinnert, dass es 37 Euro gekostet. Tschüss. Das ist mehr als 35 Euro Wagyu-Döner und wahrscheinlich kleiner. Weil ich stelle mir Lobster Roll echt klein vor. Hey, mit dem kann man hier 2 Burger kaufen. Prime Beef Burger kann man 2 davon kaufen. So. Schauen wir mal, was hier so gibt. Kleiner Snack. Bubble Tea weiß ich nicht. Es gibt einen geheimen Bubble Tea auf der Karte, Leute. Top Insider, wieder mal nur bei mir. So. Ich hab Hunger, also schon den ganzen Tag. War doch nicht mal satt heute. Ich bevorzuge einen normalen Hotdog. Legen, was sagst du? Ich habe einen besseren Hotdog. Aber ist okay. Ist nicht sehr schlecht, nicht sehr gut. Es gibt viel schlechter. Danke, ist interessant. Knusprig, weich, fluffig. Du musst es mir ein bisschen zu hart durch. Nee, der Teig ist geil. Du musst es noch ein bisschen zu hart und trocken geworden. Aber sonst? Ja. Kann man machen. So, Shisha-Pause. wie war Corn Dog? Corn Dog, Bewertung? Naja, war okay. Mittelmäßig. Nicht, das mit den Kartoffeln war nicht so geil. Das war zu knusprig, also zu hart. Aber das ist deine Schuld, dass du den bestellt hast. Ja, deiner war besser. Dafür kann ja der Laden nichts. Ja. Aber trotzdem, falsche, auch deiner war jetzt auch so. Falsche Wahl getroffen. Keine Ahnung. Ist okay. Was ist deine Bewertung? 6 von 10. 6 von 10? 6 von 10? Kann man hängen. Wuhu, endlich Abendessen, Leute! Hotpot und Korean Barbecue. Sieht lecker aus. Nochmal bitte für die Kamera. Sieht gut aus. Hopes are high. Hotpot und Grill. So. Vorspeisen, Leute. Ich bin zu hungrig. Dann hast du noch ein paar Vorspeisen, wobei das eine Nachspeise sein wird. Go! So. Ich hab's nicht.
Grill dauert heute irgendwie besonders lang, Leute. Ansonsten, naja. Nachschlag haben wir schon geholt, Lamm geil. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon satt. Also, jetzt bin ich satt, der Rest ist Bonus. Ich bin voll, Leute. Pause. Ich sag mal, grillen wir auch. Oh, schön Cookie Time, Leute. Ja, wir haben gut gegessen. Hotpot-Leute waren stark. Die Grill-Leute waren, ja, eher schwach. Sonst gut. Also, lasst alle Oktopus, Tintenfisch, Sachen weg, Leute, die taugen nicht. Aber sonst. Doch, ich hätte schon gegessen, aber wir hatten zu viel Lamm. Chicken ist halt zu basic und füllt zu sehr. Chicken auch weglassen. Nur Beef, Lamm, Schwein und Garnelen eigentlich. So, Leute. Don't waste your time doing things which harm you, Leute. Was kann das bedeuten? Jetzt kommt der Philosoph. Jeder muss jetzt vorlesen, was er hat. Diesmal. Dann diesmal, was habt ihr? Ich hab noch nicht, warte. Also, was habt ihr? Ja, wie ist seins? Was hat er? Wir kannst auch meine Hände. Ein Wechsel zum Guten erfolgt in naher Zukunft. Ein Wechsel zum Guten? Das heißt, er ist jetzt böse. Ich bin böse. Zu mir. Tatsächlich ist Liebe ein anderes Wort für Verstehen. Okay. Hä? I don't know. Was bedeutet das? Was haben Sie? Schön, das meine. Also, Linkhand, gelassen bleiben. Sie sind in Top-Form. Was? Ich weiß nicht, ob ich dich in Top-Form nennen kann nach heute. Nee, Spaß, das war schon stark. Top-Form, ja, auf jeden Fall. Von Dorn lecken? Von Dorn, oder? Von Dorn. Von Dorn. Wir sind schon besoffen. Ich weiß auch nicht, was. Also keine Ahnung, was das bedeutet. So. Verdauungsschnapp, Leute. Ich dachte, dass du vorgezahlt hast. Das ist alles. Ich bin auf jeden Fall. Also, der passt doch gut, richtig? Ja, der passt wirklich für dir. Der oder? Passt richtig gut. Wenn du mit deiner eigenen Leistung heute zufrieden bist, dann ja. Ich habe echt viel gekocht. Okay, dann ja. Schön, ja. Danke. Danke. Schönen Abend, ja? Danke. Komm mal mit dem Wasser rein. Warte. Du weißt, ja? Tschüss. Feedback! Wie fandest du es? Ich fand es sehr lecker. Bloß, ja, manche Meeresfrüchte sollte ich nicht bestellen. Die haben nur nach Wasser geschmeckt. Aber sonst, Lamm war ein sehr gutes Fleisch für Hotpot. Garnelenpaste war geil. Ja, Mann. Frischer Tofu ist auch beste, ja. Ja, und wie fandest du es? Feedback? Also wieder 6 von 10. Oha! ich fand gut. Sehr gut. Garnelenpaste, Brokkoli kann man bestellen und diese Rindfleischcubes mit Zwiebeln für den Grill. Ja. Für den Grill. Die drei Sachen und der Rest ist, naja, muss man nicht haben. Kann man machen. Ja, das ist ja deine Schuld, wenn du das bestellst. Ja, bestell nur das Gute. Ich muss ja nicht. Jetzt weiß ich ja, was gut ist und jetzt wisst ihr es auch. Das ist das Tor zur Hölle, Leute. Bewertung Wiesen. 6 von 10. Interessant. 6,5. Das kann man nicht bewerten. Ja, das kann man nicht bewerten. Also ich als Berlinerin war schon schockiert auch. Also da waren so viele leblose Seelen. Es war wie Zombie-Apokalypse. Yo, das war's von mir und ein paar Freunden aus Berlin. Kleine Foodtour. Ich bin gar nicht der Kritische. Jeder so, boah, du bist immer so kritisch. Leute, Freunde, in echt sind viel kritischer. Ich bin im Vergleich zu anderen auf Social Media kritischer, weil ich ein bisschen ehrlicher bin. Aber in Realität, also ist bei euch wahrscheinlich auch so, sind die Leute noch kritischer. Auf Social Media muss man halt drauf achten,
dass man niemanden verletzt, wie man ankommt und so weiter und so fort. Aber immer wenn ich Freunde in den Videos habe, die mit Social Media nichts zu tun haben, die sind viel kritischer als ich. Auf jeden Fall, das war's von mir und meinen Freunden aus Berlin. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin, DeFi und Co. Crypto Cashflow, gönn gönn, jeden Tag tracken, serious business und ciao.